Ja, und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, ich mache mal jetzt hier eben einen Ubuntu 2204 Test. Denn mir ist da nämlich ein Bug aufgefallen und den möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Genau, und nicht, dass der eine oder andere sich wundert, warum gewisse Programme sich nicht installieren lassen. Aber dazu muss erstmal Ubuntu hochfahren in der virtuellen Maschine. So, ich gehe jetzt nicht auf Installieren, ich mache erstmal Try, weil wie ihr seht, ist die Bildschirmauflösung nicht ganz korrekt. So, den ersten Schritt, den ich mal mache, ist die Bildschirmauflösung, weil so lässt sich Ubuntu, sagen wir mal, zumindest schlecht installieren. Ich wähle für die virtuelle Maschine, was war das nochmal? Ich meine diese Auflösung. Aber jetzt fehlt hier unten was, ne? Kann das sein? Ja, hier unten fehlt noch etwas. Hier die Punkte fehlen. Also muss ich die Auflösung noch mal ein wenig anpassen. Und ich muss einfach auf Vollbildmodus stellen. Das mache ich mal eben. Vollbild. Einschalten. Ne, die Punkte sind immer noch nicht drauf. Wo sind die Punkte? Nee. Ja, hier sind die Punkte drauf. Okay, dann war es 1920 mal 1080p. Das muss ich mir mal behalten. Ja, und jetzt kann ich Ubuntu ganz prima installieren. Ich denke, mein Installationsprozess ist allgemein bekannt. Brauche ich jetzt nicht weiter mit aufnehmen. So, stellen wir also auf Deutsch, Deutsch. Wo ist denn Deutsch? Ah, einmal muss man Deutsch wählen, das muss man, glaube ich, German wählen. Das haben sie immer noch nicht geändert. German, German, German. Okay, passt. Ubuntu startet gerade neu. Installation ist abgeschlossen. Press Enter. Ja, habe ich eigentlich gemacht. Okay. Ich sollte das richtige Fenster aktivieren. Dann klappt das auch mit dem Enter-Taste drücken. Ja, ich kann mal hier wieder auf Vollbildmodus gehen. Dann sieht man mehr, ne? Ja, das braucht ein bisschen. Muss ich bestimmt mal die Bildschirmeinstellung anpassen. Nein, das überspringen wir mal komplett. Wie war das nochmal? Das müsste die Auflösung sein. Nee, 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 die ist falsch. Die wär's. Genau. Die Leiste ist komplett drauf. Das kann man immer ganz gut bei Gnome dann überprüfen. Das überspringen wir. Sender, ja, Sender alles. Ich habe damit kein Problem. Komm, ist eh nur die virtuelle Maschine. So, was wollte ich euch zeigen? Ich brauche als erstes erstmal Updates. Aktualisierungen. Die sollten wir natürlich vorher einmal installieren. Alles andere macht natürlich keinen Sinn sonst. Ja, 30. April, das heißt, Ubuntu ist jetzt mittlerweile, ich meine, eine Woche, 10 Tage, so Pi mal Daumen, auf den Markt. Die Release-Version. Mal gucken, wie viele Updates wir jetzt hier schon haben. Oh, ist ja gar nicht so viel. Einstellungen, weil ich finde das immer ganz interessant, was er jetzt hier so vorhat. Ein bisschen was am Kernel, soll er mal machen, ne? Ja, installieren wir. Klingt gut. Ich blende auch mal ganz gerne hier die Details ein. Dann kann man sich das Ganze wenigstens ein bisschen angucken. Und kann das Fenster dann auch ein bisschen größer machen. Aber gut, ich bin aktuell, prima. Jetzt kann ich euch mal einen Bug zeigen, einen Software Center Bug. Ich nenne ihn einfach mal so. Und zwar, wenn ich jetzt hier ins Software Center reingehe, der sich dann irgendwann mal öffnet. Dank Snap dauert es ein bisschen länger. Ja, neuen Katalog herunterladen. Vielleicht ist der Bug jetzt mittlerweile auch behoben. Ich teste mal. So, und zwar, ach, er möchte immer noch Aktualisierung haben.
Okay. Die gönnen wir ihm auch, ne? Und ja, er scheint fertig zu sein. Machen wir nochmal so ein Up-to-Date. Okay, ich bin up-to-Date. Das klingt doch schon mal gut. Explore. Klingt so ein bisschen nach Windows Explore. Egal. So, wie kann man denn hier Software suchen? Irgendwie gar nicht, ne? Ach, da oben. Ups. So, und zwar, wenn ich zum Beispiel das Programm Q Map Check installieren möchte, sagt er mir, keine Anwendung gefunden. Warum auch immer. Nehmen einfach mal Nummer Map ein, gucken, was er dann findet. Vielleicht ist das ja irgendwo trotzdem mit dabei. Also ich kann hier kein Q-Map-Check finden. Weitere 80 Treffer. Ja gut, ich kann ja jetzt schlecht die ganze Software hier durchsuchen. Auf jeden Fall sollte er das auf jeden Fall finden. Ich kann ja einfach mal Q-Map nochmal eingeben. Keine Wendung gefunden. Oder einfach nur mal Check. Q-Map-Check. Findet er nicht. Er sagt, gibt's nicht. Ist nicht mehr in den Paketquellen enthalten. Ich habe natürlich einen Schock bekommen, dass mein Lieblingsprogramm, das weltbeste Programm überhaupt, nicht mehr direkt über Ubuntu verfügbar ist. So, was habe ich dann gemacht? Einfach nur so aus Verzweiflung. Sudo apt-get. Was ist los? Get install. Auch gut, das minus get kann eigentlich weg. Jetzt gebe ich ihm ein Q-Map und drücke jetzt auf die Tab-Taste. Was passiert? Q-Map-Check. Es gibt einen Q-Map-Check. Herrlich. Ich drücke Enter, gebe mein Passwort ein. Drücke nochmal Enter. Ja, und warte, bis die Installation beendet ist. Also, der rödelt sich da ganz schön einen ab. Ich wusste gar nicht, dass Q-Map-Check so umfangreich ist. Okay. Das ist natürlich ein leistungsstarkes Programm, keine Frage. Ja, er hat das geschafft. Er hat das geschafft. Gut, jetzt machen wir mal eben einen Live-Test, ob es überhaupt da ist. Da ist es. Q-Map-Check und Q-Map-Tool. Das wäre jetzt das Programm, was ich eigentlich direkt über ein Software Center installieren wollte. Aber ja, wie ihr gesehen habt, ist es wohl nur über die Konsole erhältlich. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das so gewollt ist. Auf jeden Fall über den Software Center oder funktioniert das halt eben nicht. So, abschließend stellt sich für mich natürlich die Frage, ja, ist das überhaupt ein Bug? Oder soll das so sein? Oder mache ich vielleicht etwas falsch? Ja, das würde mich mal jetzt sehr gerne interessieren, wie ihr das Ganze seht. Muss man das vielleicht sogar melden über Ubuntu? Das wäre für mich jetzt absolut das Neuland, so etwas zu melden. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ist das jetzt ganz gravierend? Im Endeffekt nein, es ist nur eine Kleinigkeit. Aber ich sag mal so, vielleicht für einen Einsteiger, der nicht ganz genau weiß, was los ist, denkt sich, hups, ich kann die Software XY auf einmal nicht mehr installieren und weiß gar nicht warum. Obwohl es doch ganz einfach über einen ganz simplen Befehl geht. Über jegliches Feedback, ja, würde ich euch natürlich danken in dem Sinne. Ja, ich würde sagen, ich nutze jetzt die Gelegenheit und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal Glück auf!